Da ist so eine kleine Couch, da werden wir die werden wir aus den Tisch ein bisschen abschieben. So Leute, damit der ganze Abend natürlich auch romantisch wird, hat Sven an das Allerwichtigste gedacht. Da. Erdnusslocken. Lecker. Werden die Naiven immer von der Gruppe getrennt und kommen dann nicht mehr zurück? Die Spuren sind auch noch gar nicht von uns. So Leute, wir waren jetzt gerade noch mal im Unten draußen und auf einmal fürchterlich geknallt. So Leute, Kamerarucksack, Schlafsack. Das heißt, Overnight-Tour kann starten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Overnight-Video. Wir versuchen oder schlafen heute in einem verlassenen alten Hotel. Ja, viel Spaß. Ja Leute, wir laufen jetzt langsam zum Hotel hin. Wie ihr sehen könnt, die Vegetation hat hier ordentlich zugesetzt. Rechts befindet sich das Hotel, in dem wir gleich nächtigen werden. Nicht wundern, es wackelt ein bisschen, aber ich habe so viel Gepäck, dass ich das nicht mehr alles richtig tragen kann hier. Leute, ich habe übrigens einen dicken, fetten, prall gefüllten Sack auf meinem Rücken, so wie Felix immer sagen würde. Jetzt kommen wir hier in den Hauptbereich rein. Golfbags und Toiletten. Geht das auf YouTube? Das geht auf YouTube, ja. Was ist denn dieses YouTube? Cool. Hast du auch einen YouTube-Kanal? YouTube? Nein. Leute, guckt euch das mal an. Das ist wirklich mega hier. Da vorne haben wir so einen Flügel stehen, Klavier. Hier ist der Treppenaufgang in die, ja, erste Etage. Zu diesem Overnight-Video gibt es natürlich auch noch ein Lost Place-Video. Was sagt der Harald? Geht's hier rein? Ja, hier geht's rein. Und weiter geht's in Richtung Pension. Man könnte tatsächlich denken, das Ganze ist nicht verlassen. Sieht nämlich absolut ganz und gar nicht verlassen aus. Kein Dreck, kein Schmutz. Jo, hab ich. Ah, Leute, Zimmer 133. Da checken wir jetzt mal ein. Eingecheckt? Eingecheckt. So Leute, in diesem kleinen Zimmer, da ist so eine kleine Couch, da werden wir die werden wir ausziehen, Tisch ein bisschen abschieben. Hier können zwei Personen schlafen, auf dem Sessel kann einer schlafen. Und wir haben hier so ein tolles Ehebett, wo auch zwei Leute drin schlafen können. Und die Tür, die kann man praktischerweise natürlich auch vorne abschließen. Und ich würde sagen, ihr seht jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Zeitraffer, wir werden jetzt hier erstmal aufbauen und uns gerne mal draußen was zu essen kochen. So Leute, Sven bereitet jetzt für Fabian und Franzi das Bett. Richtig schön mit roter, romantischer Decke. Zwei Wolldecken, die aufs Bett kommen. Und die Ritze hier, die muss ja auch abgedeckt werden, ne? Also man könnte fast denken, dass wir gar kein, dass es hier ein normales Hotel wäre, was wirklich noch in Betrieb ist. Also ich finde jetzt nicht, dass man, ich meine, wenn die Deckenleuchten jetzt gehen würden, dann könnte man, oder die Zimmerleuchten hier vorne, dann könnte man wirklich denken, das Ganze ist noch in Betrieb. Aber es hängt halt ein bisschen Staub von der Decke, ne? Total geil. Warte mal. Warte mal, das war mal Das ist elektrisch oder so, hier auf dem Kabel lang. Nein. Nein. Klapp mal den. Nee, du verhakst hier. Dann enthack ihn doch mal. Ja, jetzt ist er enthackt. Du machst einfach nicht das, was ich dir in Auftrag gegeben habe. Steht irgendwo. Moment, das hakt hier. Aua! Erst hochklappen. Ach, warum weiß der sowas? Hier sind Urinflecken drauf. Leute, guckt euch das mal an, wie das wackelt hier. Ja, kann man machen. So Leute, wie man sehen kann, Bett ist aufgebaut. Allerdings ist das Problem, wenn man sich rauflegt, dann... Ah, es wackelt. Oh, 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 oh. Scheiße. Also das Bett ist schon mal zusammengebrochen. Ich kann mich hier selber nicht mehr ernst nehmen. Wir müssen mal gucken, dass wir es einigermaßen hinkriegen, aber sonst stellen wir einfach irgendwas unter. Wir werden schon irgendwelche Kisten hier finden oder irgendwie sonst andere Sachen, die wir hier wahrscheinlich haben. Und sonst schlafe ich da vorne auf der Bord oder sowas. Man muss einfach nur improvisieren können, Leute. Wir schieben jetzt einfach den Tisch da runter. Ey, ich schwör, ich kann nur nicht schlafen. Das so. Habt ihr mir den Tisch weggenommen? Wo soll ich meine Füße hinlegen? Auf dem Stuhl. So, Leute, damit der ganze Abend natürlich auch romantisch wird, hat Sven an das Allerwichtigste gedacht. Oh, nice. Rotwein. Hat jemand einen Korkenzieher dabei? Nein. So, Leute, wie man sehen kann, Schlafplatz ist eingerichtet von Sven. Ich muss jetzt meine
Sachen gleich auch mal langsam hier aus der Verpackung holen, wollte ich gerade sagen, vom Rucksack abmachen. Und hier gibt es jetzt tatsächlich das erste Rotweingläschen aus unserem Campinggeschirr, das wir eigentlich beim Campen benutzen wollten und nicht beim Overnight machen in einem verlassenen Hotel. Aber das ist auch mal was ganz, ganz Interessantes, anderes, Neues. Ich baue jetzt nämlich auch mal meinen Schlafplatz auf. Also dein Motto ist ja, Abenteuer beginnen, wo Pläne enden. Ne? Ja, natürlich. Mein Motto ist, Abenteuer beginnen, wo Pläne enden. Von daher ist es gar nicht so schlimm, dass wir keinen Campingplatz hatten oder nirgendwo anders gezeltet haben, sondern einfach in so einem verlassenen Hotel hier schlafen. Prost. Prost. Und hier geht's lecker. Was sind das? Flipper, ne? Flipper. Erdnusslocken. Erdnusslocken. Lecker. Mein Schlafplatz ist mittlerweile auch eingerichtet. Sieht sehr gemütlich aus. Mal gucken, ob es das auch wirklich ist. Wir gucken gleich nochmal kurz auf den Flur raus. Tschüss, Sven, falls wir uns nie mal wiedersehen. War immer schön mit dir. Ja. Hallo, und wie sagst du? War eine große Freude, dich kennengelernt zu haben. Ja, fand ich auch. Also, mach mal keinen Scheiß. Falls wir jetzt hier gleich gecasht werden irgendwo, dann ist es wohl vorbei, ne? Ja, alle sind draußen. Genau. Werden die Naiven immer von der Gruppe getrennt und kommen dann nicht mehr zurück. Richtig. Gut, Leute, wir gehen jetzt raus. Raus! Jetzt werden wir offen, jetzt können Leute reinkommen. Das ist der lange Flur. Und hier ist ein Treppenhaus. Aufzug. Ach, hier ist der Aufzug. Das ist aber nicht der Aufzug, wo der dicke Mann drin hängt, oder? Leute, ich muss euch kurz eine lustige Story erzählen, derzeit, wie wir hier durch diesen langen, dunklen Flur durchlaufen. Und zwar sind wir insgesamt schon zweimal hier durchs Gebäude gelaufen, um wirklich auszuschließen, dass hier wirklich keiner ist oder kein Security oder was auch immer kommt. Und dann waren wir vorhin an der Küche. Im Erdgeschoss, in dem Restaurantbereich, und da ist ein Aufzug. Werdet ihr in dem Lost Place Video auf jeden Fall sehen. Und die Tür ist gesichert. Sind wir hier hochgekommen? Die Spuren sind auch noch gar nicht von uns. So, Leute, weiter zur Geschichte. Und zwar gibt es hier einen, der hat hier auf das Gelände aufgepasst, und der Mann ist wohl ein bisschen dicker und ein bisschen kleiner. Und da haben wir uns einen kleinen Spaß erlaubt und haben gesagt, das ist der kleine dicke Mann, der im Aufzug festhängt, weil der Aufzug die ganze Zeit auf- und abgefahren ist, ohne dass da irgendwie jemand auf den Knopf gedrückt hat oder sowas. Ja, weiß ich auch nicht. Sehr spooky auf jeden Fall. Aber wird es im Lost Place Video auch nochmal eine kleine Story zu geben. Und das hier ist dieses mega krasse, ja, dieser mega krasse Eingangssaal. Guckt euch mal diesen Kronleuchter an. Muss man sich mal vorstellen, wie das Ganze in Betrieb war. Ganz schön heftig. Ja, Leute, hier nur so eine kleine Sitzecke, Bücherregal. Ich denke mal, dass man hier eben kurz sitzen konnte, einfach ein bisschen Pause machen konnte. Eine ganz komische, verwelkte Blume. Und hier unten steht das Wort, was wir heute Nacht unbedingt brauchen, und zwar Mut. Wollen wir hier mal zumachen? So, Leute, hier Eingangsbereich, da vorne der offizielle Haupteingangsbereich. Hier rechts haben wir diesen Flügel stehen, beziehungsweise das Klavier. Und wir laufen jetzt nochmal kurz hier links durch die Kantine, zurück nach draußen. Ich begleite Franzi nämlich mal eben kurz. Hier links haben wir so eine Bar. Und hier auch gemütliche Sitzecken mit so Polstersesseln. Und auch hier sollte eigentlich schon der Ausgang sein. Also wie gesagt, hier ist dieser kleine Speisesaal. Hier wurde wahrscheinlich morgens gefrühstückt. Sieht sehr interessant aus. So, Leute, wir waren jetzt gerade noch mal im Unten draußen und auf einmal hat es fürchterlich geknallt. Ja, wir haben unsere 7 Sachen gepackt. Ich habe meine Kamera von diesem Speisetisch wieder runtergeräumt. Jetzt sind wir entspannt hier hochgelaufen. Und jetzt warten wir mal ganz kurz bis, oder gucken mal, wie sich die Lage entspannt. Aber unten hat es auf jeden Fall fürchterlich geknallt gerade. Wir wissen jetzt absolut ganz und gar nicht, was hier los ist. Entspannt euch einfach ein bisschen, bleibt ruhig. Trinkt ein Gläschen Wein. So, Leute, ich würde auch sagen, ich mache mir langsam Bett fertig, Schuhe ausziehen. Die anderen haben sich da schon einbezogen in ihrem Quartier. Sven liegt auch schon und Ben liegt auch schon. Ach komm, so schnell stinkt das hier auch nicht. Meine Schuhe stinken nicht so heftig. Ist es bequem, Sven? Ja. Oh. Warte mal, Ben, ich brauche noch mal kurz ein bisschen Licht. Ob man hier wirklich schlafen kann, Leute, ich weiß es nicht. Was habe ich denn alles in der Tasche hier? Gefühlt habe ich hier den ganzen Hausstand in der Tasche oder so. Und liege hier irgendwie falsch rum in meinem Schlafsack. Scheiße, was mache ich denn hier für ein Mist? Ihr seid wirklich Hotelgäste und wir sind diejenigen, die hier reingeschmuggelt worden sind für umsonst, für lau. Also wirklich ziemlich entspannt hier. Ich kann mich echt nicht... Gut, es ist ein bisschen hart, das Bett, ne? Aber
Können uns den Urlaub nicht leisten. Nee, wir können uns den Urlaub nicht leisten. Wir können uns ein richtiges Hotelzimmer absolut ganz und gar nicht leisten, Leute. Sollte nichts mehr passieren, dann sehen wir uns morgen früh. So, Leute, wir haben gerade jemanden gesichtet. Einmal Sven, wir lagen alle schon im Bett. Und einmal habe ich gerade eine Frau mit Pferdeschwanz gesehen. Mit blonden Haaren. Und die läuft irgendwo. Irgendwo da unten läuft die. Das heißt, wenn die den Eingang findet, wo wir reingekommen sind, sind die auf jeden Fall hier schon im Gebäude drin. Da war 100%ig jemand. 140%. So 140%. Du hast ja auch gesagt in deiner Instagram-Story 133. Mhm. Die brauchen hier nur hochgehen. Und dann haben die uns. Kommen! Einen Moment. Aufmachen jetzt die Tür. Ja, machen wir. Nicht in den Händen, die Hände leer machen. Ja. Nee, das haben wir alle. Wie oft sind sie bei uns da oben lang? Ein oder zweimal? Ja, oh, dann sind auch wirklich alle. Dann hat bei uns auf jeden Fall nochmal was an der Tür gescheppert. Also es hat mehrere Male was da oben gerumst. Ich sag, einer muss da ja rausgelaufen sein, weil das war vorhin noch zu. Ja. Aber von uns niemand. Ja. Wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Die Post. Da gehen sie mal von aus. Ach so. Wir machen rein, ne? Ja. Mit erhobenen Händen rauskommen, sag mal was.